Ist das bis 1,75, oder? Ja. Classic Bodybuilding 1 bis 1,75 Meter. Da haben wir jetzt 2, 4, 6 Teilnehmer. Ne, sind da sogar mehr hier auf meiner Liste. 11. Dann ist es 2 über 75. Ja. Auch was die Startnummern angeht, genau. Das ist die Classic Bodybuilding 2 über 1,75 Meter, weil da sehe ich jetzt auch die Startnummer 23, den Jerome ganz rechts außen. Genau, da kennt man dann auch die Athleten. Dann schauen wir mal durch. Wer sticht denn raus? Da haben wir den Marcel Lux mit der Startnummer 20. Genau. Dann haben wir von links nach rechts für mich die 113, 114, 114, sehr toll, schau mal, oh, brutale, klasse Beine, der Fabian Huber vom Powerhouse in Berlin mit wahnsinnigen Beinen und einer jugendlichen, auch eine jugendliche Frische, die mir sehr gut gefällt. Der Herr mit der blauen Hose, Leute, guckt euch das an in unserem Video, die 114 mit der blauen Hose, mit ganz, ganz tollen Beinen, einer super Präsentation, einem wunderschönen Lächeln und einer super vorbereiteten Form. Aber dann, die 115 bringt ein bisschen Oldschool auf die Bühne. 115, ja, das muss ich aber ganz ehrlich sagen, sage ich mit meinen Worten, ist mir ein bisschen zu verbaut, sage ich ganz ehrlich. Nichts persönlich gegen den Athlet, aber dann kommt die 117 mit etwas zu weit abgespreizten Armen. Hat ein bisschen was von so einem Table Dancer. Ist auch nicht unbedingt das, was ich im Classic Bodybuilding sehen will, obwohl die Beine hervorragend gut ausschauen. Und dann kommt dann für mich, ja, schau mal so ruhig mal an, was die Jungs uns bieten. Ja, das ist manchmal schon faszinierend, was sich da noch tut, wenn die sich erstmal aufbauen. Wenn sich erstmal anspannen. Ja, im Pose ein sehr schöner Athlet, steht aber sehr nachteilig in dem Line-Up. Gefällt mir gar nicht, wenn er sich oben so hochzieht und dann auch noch den nicht vorhandenen Latt auch noch betont. Jetzt kommt er raus. Hier haben wir beim Olaf mit der 118 natürlich noch mal ein bisschen mehr Härte auch. Was aber wiederum in der Klasse, also für mich persönlich, wenn jemand in Classic Bodybuilding keine Härte hat, dann... Beim Olaf muss ich ganz ehrlich sagen, den kenne ich ja schon ein paar Jahre länger. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich den jetzt sehe, denke ich mir, scheiße, ist der alt geworden. Das ist... Da ist das bei so einem Jungsbund wie mit der 120. Bei Marcel Lux, ja. Aber fällt einfach im Line-Up immer etwas ab. Weiß ich auch nicht, irgendwie steht er immer ein bisschen komisch da. Fehlt einfach irgendwie das gewisse Etwas auch von den Beinen her bei Marcel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein Athlet, der wo immer sehr gut ausschaut, wenn er mal wie gestern bei uns an der Leinwand das T-Shirt auszieht. Ist dann auch ein absoluter Hingucker. Aber muss ich ehrlich sagen, wenn ich den dann hier im Line-Up stehen sehe, mit diesen fast O-Beinen und mit der nicht vorhandenen Separation am Oberschenkel und mit dem Falten am Arsch, sage ich dir jetzt ganz ehrlich, ja, gefallen mir auch die harten Schultern schon nicht mehr. Weil wenn ich auf diesen Frank Zane-Look mache und konzentriere mich aber länger auf die Frisur wie auf meine Falten am Arsch, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich die Klasse einfach nicht gewinne. Und der wird heute wieder nicht gewinnen, der Marcel Lux. Aber ich denke, er wird nie locker lassen. Nee, er wird auf jeden Fall in Top 6 sein, aber hinten am Arsch einfach fehlt die absolute Härte. Brauchen wir gar nicht reden. Da sind andere Jungs dabei. Und ich denke mal, natürlich weiß, dass die großen Jungs enorm. Oh, wenn man hier 122 auch einen schönen Bauch natürlich. Ja. Aber zu weich. Mein Favorit ist hier die 114 ganz rechts mit der blauen Posinghose. Und da warten wir ab, wenn er den seinen Arsch schießt. Ich habe eben gesehen beim Laufen, der hat einen Bollerarsch mit Streifen drin vom Allerfeinsten. Davon werden wir uns jetzt mal beim Vergleich überzeugen. Und jetzt muss er sich nur aufbauen und muss sich sehr gut präsentieren. 114 würde ich jetzt raten, den Oberkörper ein bisschen nach vorne zu kippen, damit er nach hinten nicht so abfällt. Genau, jetzt hat er es. Jetzt steht er sehr gut. Mach dich voll! 116 ganz links, schön ausladende Beine. Aber ja, 115 hat eine brutal gute Herde. Muss ich aber ehrlich sagen, 114 überzeugt mich jetzt da immer noch. Schau dir mal den Po an. Boah, schau dir mal den Arsch an. Ah, der Beuger ist schon ziemlich tief. Heftig geil. Also den muss jetzt erstmal einer schlagen. Mit der 114 muss ich ganz ehrlich sagen, an Härte, jugendlicher Frische und Gesamtpaket fast nicht zu überwinden. Das ist wirklich klasse. Sowas gefällt mir auch, weil das einfach mal wieder ein Athlet ist, der wo einfach mal so ein paar Ecken und Kanten hat, die andere nicht haben. Und auch, guck dir mal das brutale Bein an. Aber er muss auch anspannen, genau.
Wahnsinn, sehr schön. Und das ist Classic Bodybuilding. Gut, Moradimir Bizep hat er keinen. Wäre ja auch perfekt, aber alles andere hat er. Aber es ist ein schöner Classic Bodybuilder, muss ich ehrlich sagen. Beim Beuger, Po, alles vorhanden. Jetzt macht er sich ein bisschen klein, aber geht noch. Arm, die Arme könnten etwas massiver sein. Aber gucken wir erstmal, ob einer dieses Gesamtpaket überbieten kann. Der Athlet links, meiner Meinung nach am Po zu weich. Zwar der reifere Athlet, aber nicht mit der besseren Muskulatur. Luft raus. Auch Streifen mit dem Trizeps, muss ich ehrlich sagen, hervorragend. Also da meckert keiner, wenn der die Klasse gewinnt. Nee, auch vom Bauch her. Und oh, schau mal, die Streifen in den Oberschenkeln. Nee, also der gewinnt die Klasse, da bin ich mir absolut sicher. Nee, also da müsste ich es echt an den Augen haben, wenn die 114 heute hier nicht gewinnt in der Klasse. Das sehen auch die Kampfrichter, glaube ich, genauso. Ich müsste hier raussuchen mit den ganzen Prognosen, die du aufgestellt hast. Fabian Huber von Berlin, also da geht auch wieder, auf jeden Fall mal ein Sieg nach Berlin heute. Das sind auch, da bin ich mir auch wirklich sogar ganz sicher, weil dafür bin ich lange genug im Geschäft, weil das sind so Sachen wie die Annika Herz oder die 55 oder die er jetzt hier, das sind auch herausragende Athleten, wo du dir dann wirklich denkst, gibt es doch geil, dass es noch so herausragende Typen gibt, die auf einmal einfach da sind und dann auch fast fertig sind. Ne? Man sieht auch sehr smart, also ihm gefällt es, man sieht es, dass ja. Der 114 gefällt. Bei dem dann, Vergleich jetzt? Guck mal, zum Beispiel 118, der Olaf, ne, den Maneval, den kennt man doch, ne, der hat ja früher vor 10 Jahren schon mal seine Erfolge gefeiert. Ne? Jawohl, seitliche Bauch. Aber schau mal, wie er den Bauch durchhängen lässt. Hat eine reife Muskulatur, aber einfach, da fehlt einfach diese Reife und der Po muss man mal anspannen. Und vor allem mal den Arsch anspannen. Oh, so streifen und spannen nicht an. Jetzt. Schön. Seitliche Bau. Ganz toll. Ja, wenn die Reife natürlich mitspielt, dann kann man noch ein bisschen mehr erwarten. Ja. Ne? Hat ja eine wahnsinnig reife Muskulatur. Jawohl. Und ja. Lichtpose Doppelbizeps. Jetzt, super. Komm. Hammer. Ja, Marcel, muss ich ehrlich sagen, die Beine zu weich. Bei Marcel Lux mit der 120, Beine einfach zu weich. 100 Pro. Und jetzt müsst ihr runter gehen, runter und einknicken, Junge. Wer lernt denn dir das Posen, Mensch? So ein Athlet, da steht er da, Kerzen gerade. Und wird nicht fertig, bringt den Po nicht fertig. Ja. Ich finde aber auch ganz rechts außen die 117. Sehr von gut. Pose zu Pose tut sich immer mehr. Ja, und eine klare, dünne, faserige Haut hat. Wahnsinn, oder? Schon mit dem Rücken. Oh, ein Fleischansatz. Wahnsinn. Ja, Classic Bodybuilding. Das fand ich schon immer gut. Also bin ich begeistert. Bin ich echt begeistert. Klar, wenn jetzt also 110, 150 Kilo auf der Bühne stehen. Schau mal, der Marcel am Oberkörper. Sowas von hart und auch so einen schönen Serratus. Ja. Aber der hat einen Film drin, der hat einfach überladen. Der war gestern bei uns am Banner besser. Der hat gestern eine ganz schmale Taille gehabt, war im Vakuum fast da gestanden und war richtig fast richtig faserig am Bauch. Und heute, was ist das? Das haben die alle von ihrem Scheißladen, wenn sie ihre Nutella-Brötchen essen. Und, ne? Dann kriegen sie alle ihren Film rein. So was hat es bei mir noch nie gegeben. Brötchen zum Laden? Ein weißes Brötchen sagt kein Mensch was dagegen. Vielleicht mit Honig, weil der Zucker geht dann wenigstens noch rein. Aber alles andere hängt im Darm fest, wird innerhalb von 8 Stunden gar nicht mehr verstoffwechselt. Und die Kohlenhydrate kommen dann gar nicht mehr in die Muskulatur. Das Einzige, was dann passiert, durch das viele Fett vom Nutella, hast du dann halt einfach diesen Film drin. Und das sind Sachen, das, wenn ich das oft beobachte, wenn die Athleten in der Früh dann beim Frühstück sitzen und hauen sich da jeden Mist rein oder hinter der Bühne, dann denke ich mir, ja, mach nur, dann bist du abends um 8 dann schön verwaschen. Da werden sich die Jungs jetzt, gerade auch die 121 ganz rechts außen, das Tellerbrot nicht gegönnt haben. Nö, der ist halt, aber einfach strukturell halt einfach zu schwach. Ne? Ich meine, das eine ist die Form.
Das andere ist die Linie und das andere ist halt das Strukturelle. Und man muss halt einfach sagen, der Athlet ist mit Sicherheit top vorbereitet, ist auch super hart und einer der, glaube ich, bestvorbereitetsten sogar, wenn man das so sieht. Aber er hat halt strukturell einfach von der Athletik her gegen jemanden wie die 114 absolut keine Chance. Das ist ungefähr so, wie wenn du einen Morad Demir nimmst und stellst irgendeinen Bauarbeiter daneben. Das sind halt zwei verschiedene, der kann genauso schwer sein, aber das ist halt was ganz anderes. Das ist halt einfach strukturell. Gehört halt irgendwo eine gewisse Klasse einfach dazu, um strukturell halt einfach auch diese Klasse auszufüllen. Und wenn du dann den Athleten mit der 114 da siehst, ne, der hat ja fast einen Schwung in den Beinen, der wo richtig so Arnold-mäßig ist. Ne, siehst du das? Der hat so richtig diesen Arnold-Look, was die Beine angeht und die Taille. Ne? Wenn er jetzt noch einen Arnold-Bizep hätte, dann wäre er der Aufsteiger des Jahres. Ganz oft, was wir jetzt auch gesehen haben in den Klassen, ist immer diese kleine Falte am Hintern. Ist das der letzte Schliff? Mhm. Egal in welcher Klasse? Nö, da fehlen einfach noch 3 Wochen Diät. Ist einfach so. Also das ist nicht von heute zu morgen? Nein, das geht weg. Das ist immer so eine Sache. Ich sehe ja das bei mir selber. Du bist 4 Wochen vor dem Wettkampf schon knüppelhart und denkst, es geht einfach nichts mehr. Und hinten hast du noch über dem Posing-Slip eine kleine Falte und hinten am Arsch. Und du tust und machst und es wird einfach nicht besser. Aber wenn du dann einfach nochmal 4 Wochen durchziehst und hast dementsprechend noch die Zeit, irgendwann stehst du in der Früh auf und du stehst vor dem Spiegel und dann ist er weg. Das ist halt einfach auch... Jetzt wird es natürlich auch für die Zuschauer wieder interessant, denn jetzt kommen wieder die Vergleiche. Jetzt kommt... Jawohl. Ich glaube, wenn die 114 jetzt noch nicht aufgerufen wäre, wäre mein Nachbar hier aufgesprungen. Dann wäre ich auf die Bühne gegangen. Super. Und die 117 kommt mit Sicherheit auch noch. Was uns jetzt natürlich auffällt, wenn man sich so alte Fotos anschaut, vor 5 Jahren, 7 Jahren, die haben ja alle verschiedene Farben in den Bosi-Hosen. Jetzt sag mir mal, warum die 117 nicht im ersten Vergleich ist. Kannst du mir das erklären? Und was die 119 da macht? Was macht die 119 vor 117 im ersten Vergleich? I don't know. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen mehr auf die Härte geachtet haben. Na gut, hat er auch, aber da würde ich dann... Oder meinst du doch wiederum, die Farbe der Posinghose ist entscheidend? Nee. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, selbst die Härte hält man in der Mitte. Hätte ich auch hinter der 117 noch gesehen, den Herrn mit der blauen Posinghose. In der Mitte. Weiß ich nicht, was das soll. Weil schau mal, am Arsch einfach noch nicht hart genug, bringt die Luft nicht rauch, ist zwar ein Klopper, was die Muskulatur angeht, na gut, lass ich jetzt einfach mal so stehen. Nicht schlecht, alter Schwede. Das ist natürlich jetzt für den Athleten auch nochmal härter, wenn die Athleten 2-3 Vergleiche machen müssen. Ne? Weil sie einfach. Ich bin hier immer noch und muss gucken. Ich bin am Werten und am Machen und am Schwachstellen suchen. Und die 122 schaut im Line-Up wirklich richtig scheiße aus. Sag ich, wie es ist. Aber in der Pose Wahnsinn. Und ich weiß nicht. Also 114, 122, Wahnsinn. Marcel mit der klassischen Linie, 117. Er hat zumindest schon mal etwas Spezielles. Das muss man ja schon, Mal so sagen. Also aber es reicht einfach nicht. Die Beine reichen einfach nicht. Wenn er wenigstens diese richtige Tiefe noch drin hätte in den Beinen. Aber nee. Was bei dem Roberto mit der 117 aber wirklich, du kannst zugucken, wie der sich von Pose zu Pose verbessert. Ja, deshalb habe ich den auch im ersten Vergleich wirklich vermisst. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich gebe dir schriftlich, die haben die 122 ganz weit vorne. Und 122 schaut immer an, dass der einen Wasserfilm hinten drin hat. Aber man kann schon erkennen bei der 122, dass da auch eine Linie drunter steht. Ja, aber er ist noch nicht fertig. Nee, das nicht. Und er muss ganz brutal anspannen, um
da wirklich sich durchzusetzen. Und ich schwöre dir, der ist ganz weit vorne. Ja, der Olaf ist einfach zu reif. Hat zwar eine ganz, ganz tolle reife Muskulatur, aber schaut einfach schon ein bisschen zu ausgemergelt aus. Alter Schwede, Classic Bodybuilding über 1,75. Wahnsinn. Da wird die 122 mit dem Wasserfilm, wenn er bis abends das Wasser noch rausbringt, im Wörtchen um Sieg mitreden, wobei der im Line-Up richtig scheiße aussieht, sage ich dir ganz ehrlich.